Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Weiter geht's mit Iris. Ich muss wohl mit Iris Geist sprechen. Das wird nicht einfach. Unsere Herrin ist von Zorn und Bitterkeit erfüllt. Ich habe meine Methoden. Ich muss sie begraben. Aber der makabre kleine Friedhof des Pedells taugt nicht. Zu viel Blut, zu viel Angst. Sie war viel im Garten vor dem Haus. Dann vielleicht dort. Halt! Nimm den Schlüssel. Er passt zur Vordertür. Gutes Hundchen. Es ist... Geralt läuft gerade von alleine. Ich bin jetzt nicht ernsthaft wieder unten. Ich wollte mir doch noch mal dieses... War da noch mehr an dem Raum, oder? Mann. Bilder brennen nicht mehr, wie es aussieht. Oh, bitte lass irgendwas Sinnvolles noch hier sein. Zwei Relikte, sinnvoll. Und genau das. Porträt von Iris. Ja, das Bild kennen wir schon, es hing schon an der Wand. Nur halt in groß. Komm ich hier raus? Nee. Kein Bock auf Bier. Schauen wir uns aber erstmal an, was für Relikte wir da eingesammelt haben. Verzierte Robe, leider schlechter. Wie sieht die aus? Boah, zum Glück ist die schlechter. Und die Stiefel sind leicht besser. Wieso habe ich normale Stiefel an? Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall die. What? Rüstung können wir auch mal wieder rüsten. Hat auch weniger. Handschuhe hat noch keinen Malus und Hosen auch noch nicht. Und wir packen natürlich wie immer Igni rein. So. Okay, hat sich also doch gelohnt, nochmal zurückzugehen. Ich wusste es. Finde einen passenden Ort, um Iris zu begraben. Ich kann ja einfach hier runter, oder? Ist doch scheißegal, aber sonst durchs Haus. Bin ich denn jetzt? Hallo? Oh, schön, Sonnenuntergang. Obwohl es hier dunkel Nebel ist. Ach, es regnet auch gerade wieder, fällt mir auf. Aber nicht so schlimm, nicht ganz so krass stürmisch oder so. Sie hat gerne hier gesessen, aber als Grab taugt der Platz nicht. Zu nah am Haus. Ich suche weiter. Ja, wir werden schon ein lauschiges Plätzchen finden, vielleicht bei den Blumen? Iris von Everick liebte Blumen. Sie würde sie nicht mal umknicken. Na gut. Ich hebe das Grab woanders aus. Es sind ja nur drei Plätze. Was für ein Zufall, dass ich wieder zu dem Platz, wo sie begraben werden will, wahrscheinlich, als letztes hingehe. Der Ort scheint zu passen. Ja, sie hat gerne gemalt. Hatte Iris von Everick letzte Wünsche? Vielleicht, wie sie bestattet werden wollte? Sie hat den Tod gefürchtet, dass niemand zu ihrem Begräbnis kommt oder ein Abschiedswort sagt. Dann werde ich das wohl machen.
Iris von Everick war eine talentierte Malerin. Iris war Olgierd von Evericks Frau. Ich kannte Iris von Everick nicht. Ach, ich nehme das. Ich kannte Iris von Everick nicht. Daher kann ich nicht viel über sie sagen. Das Schicksal wollte, dass sie ein Fremder zur letzten Ruhe bettet. Manchmal verwirrt das Schicksal unsere Wege und das Leben wird schwer zu ertragen. Doch im Tode verdient jeder Ruhe und Frieden. Suchen wir sie herbeizurufen. Habt ihr zwei noch was zu sagen? Verzierte Bürste aufs Grab legen. Skizzenbuch aufs Grab legen. Dein Name steht in diesem Skizzenbuch. Vielleicht möchtest du es mit ins Grab nehmen. Ihr beiden, habt ihr letzte Worte für eure Herrin? Wir beteiligen uns nicht an menschlichen Ritualen. Wir vertrauen darauf, dass du den Gebräuchen Genüge getan hast. Ich dachte, ich kann jetzt alles drauflegen. Toll. Die Überreste sind beerdigt. Zeit, sie zu rufen. Geplagter Geist, ich habe deine Gebeine beerdigt. Lass ab von deinem Zorn und Kummer. Zeige dich. Verzeih, dass ich dich aus deinen Gefilden rufe. Ich muss dich fragen. Ich soll dir folgen. Also schön. Das ist ja auch eine krasse Idee. Ich schaffe es doch immer wieder, mich zu überraschen. Wo bin ich hier? In der gemalten Welt. Der Arbeit von Iris von Everick. Wie seid ihr zwei hergekommen? Es gibt uns in beiden Welten. Seltsamer Ort. Geboren aus den Träumen von Iris von Everick. Als sie noch lebte, existierte die Welt nur in ihrer Vorstellung. Danach gewann sie Substanz. Fantastische Geschichte. Schwer zu glauben. Das solltest du aber. Und gib gut Acht. Die gemalte Welt ist voller Gefahren. Krass. Also gut. Es ist wirklich hübsch hier, aber wo ist Iris? Du hast sie nur für einen Moment erweckt. Wenn du mit ihr sprechen willst, musst du sie ganz aus dem Schlummer reißen. Ja, aber wie? Du bist doch Spurenleser. Draußen hast du Spuren untersucht. Ja, und? Diese Welt besteht aus verschwommenen und verblassten Erinnerungen, die unsere Herrin vergessen möchte, aber nicht kann. Du musst sie finden und wiederherstellen. Rufe die Ängste herbei, die Iris plagen, und zerstöre sie. Klingt einfach. Klingt eher nach schwierigen Kämpfen. Sehr geil. Ob Olgier davon wusste? Wahrscheinlich nicht. Suche nach Iris von Everick's Erinnerung und finde heraus, wie du sie wiederherstellen kannst. Das ist ja krass. Das wäre dann mal ein geiles Spiel, oder? In diesem Stil.
Geister von Olgierd und seiner Frau. Warum bewegen sie sich nicht? Das ist eine Erinnerung. Unvollständig und verschwommen. Du musst genau hinsehen und sie wiederherstellen. Geschirr für den Nachmittagstee oder fürs Frühstück. Das stimmt wohl nicht. Malerpalette. Der Geist aus der Steppe, oft gelesen, ganz abgegriffen. Auf diese Art der Mensch soll enden, seht nur, wie diese edle, wie dies edle Geschlecht Jahr für Jahr mit eigenen Händen zerstört sein von Geburt an eigenes Recht. Die Herzen sind kalt, es herrscht Bruderzwist, die Reichen werden fett, die Armen dünn. Manche horten Brot, andere hat kein Glück geküsst. Sie erheben sich und raffen einander dahin. Kostet nun meiner Nachricht Frucht, euch Herzlosen wird helfen keine Flucht. Die Welt spürt den Biss eurer düsteren Hauer, das Gift eurer Verbrechen durch ihre Adern rinnt. Der Zorn der Götter in den Wolken lauert, der reinigende Sturm schon bald beginnt. Der Mensch ein schlafendes Rätsel, eine Larve nur von Speichel umgeben, wartet unter einem tosenden Sturm, wächst und wächst in ihrem kurzen Leben, bis das Licht endlich rufet herbei den Wurm. Sie öffnet die Flügel und fliegt hoch wie ein Turm. Mögen wir dies niemals vergessen, mögen wir im Herzen sie uns bewahren, diese frohe Kreatur so unvermessen, wie sie zum ersten Mal hinaufgefahren. Wer das Fleisch lieber hätte niemals besessen, den Himmel anfleht seit Jahren, möge dies diese Seele mit Hoffnung benetzen. Okay, merkwürdiges Gedicht. Das stimmt wohl nicht. Das stimmt wohl nicht. Was? Passt perfekt. Dann hat der wohl das Buch gelesen. Passt perfekt. Wir sollten einen Hund besorgen. Oder besser einen Hund und eine Katze. Wenn der Regen kommt, wärmt der Hund mir die Füße. Und die Katze spielt am Kamin mit einem Wollknäuel. Was meinst du? Hörst du überhaupt zu? Entschuldige, Liebes. Ich habe gelesen. Ist das Buch denn so fesselnd? Hm? Ja, sehr. Weißt du was? Lass uns reingehen. Warum? Es ist doch so schön hier. Die Vögel singen, die Bienen summen. Paradiesisch. Tut mir leid, Liebes. Ich fühle mich nicht so. Ich gehe rein. Bleib du nur. Was, muss ich jetzt gegen Bienen kämpfen, oder was? Was ist das? Noch eine Erinnerung? Nein, ein Albtraum. Eine verkörperte Angst, die du früher oder später konfrontieren musst. Also, wie ich es gesagt habe, da wird so ein krasser Rattenschwanz dranhängen an diesem Hol mal die Rose. Und genauso ist es. Scheiß Bienen. Rafft euch. Scheine. Schwarze und weiße Erscheinung oder was?
Eieiei. Ah, ist schon geil gemacht. Noch eine Erinnerung. Kaputte Dekoration für einen besonderen Anlass. Weinglas. Sieht wie das von Olgierd aus. Ein Brautschleier? Das stimmt wohl nicht. Passt perfekt. Auf deine Gesundheit, liebe Frau. Und auf deine, lieber Mann. In meinem Land beglückwünscht man Jungvermählte mit Brot und Salz. Aber fürs Erste sind wir allein. Ich brauche nur dich. Ach, könnte dieser Moment doch ewig dauern. Mal sehen, was sich tun lässt. Komm herein und schau dir unser Heim an. Gern, aber ich weiß, es klingt albern. Das Haus steht schon so lange leer und ich... Du fürchtest dich vor Spinnen, ich weiß. Ich habe sie alle aufgekehrt und in den Garten geworfen. Mein Ritter, du hast an alles gedacht. What? Ich wollte gerade wegspringen. Was war das denn? Krass. Die war auch größer, die Spinne, als die anderen kleinen, die wir vorher getroffen haben. Oh. Aufregend, 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 aufregend. Du kannst die Schwierigkeitsstufe im Optionsmenü ändern. Ja, brauche ich aber nicht. Ich brauche eine Herausforderung. Ich brauche es richtig schwer. Ich brauche es richtig schwer. Habe ich schon gesagt, dass ich es richtig schwer brauche? Brauche ich. Krass. Bin echt gespannt, wie lange es noch dauert, bis ich diese verdammte Rose gefunden habe. Hauptsächlich muss ich irgendwelche bescheuerten Erinnerungen von ihr wieder wecken. Ich verstehe auch richtig den Zusammenhang, verstehe ich nicht. Also ich verstehe schon, was sie mir sagen wollen, aber... Das ergibt für mich nicht so richtig Sinn. Aber trotzdem eine coole... Wollt ihr mich ver... Das trifft mich einmal, das Ding, und ich bin sofort tot. Oh nein. Das Geile ist vor allem, dass das Laden immer so lange dauert, das mal abgesehen davon, dass ich halt jedes Mal kurz davor bin, angegriffen zu werden, wenn es geladen hat. Und es kam auch noch so ein kleines Monster-Ding da. Das ist aber krass, das kann doch nicht so schwer sein. Muss ich mal gucken. Also ich werde jetzt erstmal Raffard absolutes Weisens nehmen, weil... Ich brauche viel Energie. Ich glaube nicht, dass er mich jedes Mal one-hittet. Ich habe einfach nur zu wenig Energie gerade, denke ich. Alter. So, konzentrieren. Komm, ich habe keinen Bock, nochmal neu zu laden. Moment, wir können ja Quen verwenden für unseren Schutzschild. Es kommt nicht hier rein, oder was? Sehr gut, sehr gut. Ah, aber wir können es treffen. Sehr geil. Machen wir es mal einfach. Why not? Aber wir treffen es nicht wirklich oft. Kann ich hier durchschießen? Ja. Komm her. Toll, wir haben jetzt... Ach, da kann er uns auch treffen, aber es macht nichts, weil... Da kommt ja nicht an uns ran. Komm. Was? Okay, er kommt doch an uns ran. Das ist nur dieses Kleine, das ist mir eigentlich egal, das Kleine. Ich
Will die große platt machen. Boah, es kann ja ewig dauern, wenn es so weitergeht. Komm doch mal her. Moment, kann ich jetzt speichern? Oh, krass. Na gut, dann können wir das nochmal probieren. Wir haben jetzt relativ volle Energie. Ach, wir haben ja schon relativ viel platt gemacht für dem Ding. Nice. Okay, es one-hittet uns gar nicht. Wir hatten es vorhin das geschafft, uns so viel Energie abzuziehen. Okay, war gar nicht so schwer. Aber es sind noch zwei Gegner mindestens. Ne, drei. Ah. Suche nach Iris von Everex. Der Raub ist wie. Okay. Ist jetzt dunkler geworden, war am Anfang nicht heller in diesem Gemälde. Oh Gott, man sieht hier aber auch nicht viel. Kann ich eine Fackel anmachen? Ah, krass, ich kann eine Fackel anmachen. Noch ein Traum aus der Vergangenheit. Sicher auch unvollständig. Ah, mit mehreren dieses Mal. Ein ausschweifendes Fest. Es gilt, den Gästen zu imponieren. Silberdraht, Perlen. Die Puppe muss ein Vermögen gekostet haben. Die Bürste habe ich gesehen. In der echten Welt war sie in schlechtem Zustand. Nee, nicht ausmachen, anlassen. Das muss ja auf Garantie an sein, denke ich mal. Okay. Castel Ravello. Wein aus Toussaint. Teuer. Okay. Weiter? Jetzt? Immer noch nicht. Ich habe jetzt Feuer gemacht. Oh, der Kreis ist recht groß, aber zieht ja auch das ja mit ein. Weiß nicht, ob ich hochgehe. Ich muss da nicht hochgehen, oder? Das war ein krasser Bär. Und nur wenig anders als das Bild. Okay, der Kamin hat gebrannt, die hinteren Kerzenleuchter haben nicht gebrannt. Die hier müssen wir ausmachen. Mein Liebling, ist alles in Ordnung? Du siehst so blass aus. Es ist alles in Ordnung, wirklich. Wie geht es euch denn? Ich bin so froh, euch zu sehen. Warum sind Großmama und Großpapa nicht da? Es ist eine lange, holprige Reise. Schlammig. Sie weigern sich immer noch, mich zu sehen, stimmt's? Und was ist das? Wir haben ein paar Sachen von Iris mitgebracht. Ihre Lieblingsbürste, ihre geliebte Puppe. Ah, und dies. Für dich. Banknoten. Wir haben deine Schulden abbezahlt und aufgekauft, damit der Ruf der Familie nicht leidet. Wie lieb von Mama und Papa an mich zu denken. Olgier. Siehst du jetzt, wie er ist? Ich habe dich vor der Hochzeit gewarnt.
Ein Grobian und Barbar, der sich mit Banditen abgibt, dass du dich nicht fürchtest mit diesem Gesindel unter einem Dach. Okay, ich glaube, das wird kein Problem werden. Wir machen jetzt hier aber trotzdem erstmal einen Cut, wieder komplett die Zeit vergessen. Das passiert öfters bei dem Spiel, weil einfach zu gut ist. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Bis zum nächsten Mal.